So, damit würde ich mal sagen, willkommen zu der kleinen Preview vom Nero Festivals 2018 für uns, also in unserem Fall. Ja, hier steht 2016, aber das sind die Infos von der JP-Version. Ich mache an der Stelle mal Musik an. Das sollte nicht wirklich so laut sein, denke ich mal. Und ja, sehr viel gibt es im Endeffekt nicht zu sagen. Es gibt halt Medaillen zu farmen. Bronze, Silber und Gold. Dann gibt's eine bestimmte Questreihe, die man farmen kann, wo täglich eine Klasse durchgenommen wird. Das klingt irgendwie falsch. Trifft's aber auch im Endeffekt, wenn man denkt, was man damit anstellt. Naja. Dann gibt's natürlich Materialien einzutauschen und blauen Keks. Das sieht man hier relativ gut. Die Exhibition Quests. Kein Fortsetzen, also kein Wiederbeleben. Extrem hart Difficulty. Gelogen. Ja, gibt halt diverse Sachen, unter anderem den Crystallized Lore. Mit dem Crystallized Lore und übrigens für 8 Tage, ich glaube 8 Summon-Tags werden das dann. Also mit dem Ding gibt es sowieso nochmal einen ganz witzigen Part. Dazu kommen wir nachher noch. Dann haben wir hier die Tournament Quests. Das zieht sich über 2 Wochen, denke ich mal. Diverse Schwierigkeitsgrade, 6 Stück an der Zahl. Die verschiedenen Gegner. In den, ja, Vorspiel-Dings, Semifinals und Finals. Gegen was ihr kämpft, seht ihr ja auch die ganze Zeit. Vorteil dabei ist, Charaktere, die stark gegen Servants sind, schneiden hier sehr gut bei ab. Oder beispielsweise stark gegen bestimmte Sachen sind, sag ich mal. Also beispielsweise weibliche Servants wie hier. 2 weibliche. Einmal ein Assassin, einmal ein Berserker. Sollte kein großes Problem sein, wenn man es richtig anstellt. Die Exhibition Quests, da haben wir einmal. Ja, die gehen halt. Beziehungsweise die kommen halt alle 24 Stunden ab einem bestimmten Datum. Muss man kurz gucken. Das ist 29. Das ist 28. Was? Okay. Okay, die gehen dann offensichtlich ab dem zweiten Tag los oder ersten sogar, je nachdem. Ja, gibt nicht viel zu sagen. Die kann uns sonst noch, kannst unten noch mal kurz anschauen nachher. Das hier wird nachher witzig. Das hat mich nämlich vorhin verwundert, als ich mir das angeguckt habe. Aber dazu kommen wir dann noch. Die Gathering Methoden. Eine Crafting Essenzen erhöht die. Ah ja. Rosenblätter nenne ich das mal. Sollte passen. Eine Crafting Essenz erhöht die Drop Rate. Dann haben wir hier nochmal die Crafting Essence, die die Attack Power erhöht. Also das ist man mir mittlerweile beide schon gewohnt. Und dann haben wir die Crafting Essence, die man ziehen kann aus dem Event. Also aus dem Banner. Auch nichts Neues. Die Crafting Essence, hier die erste erhöht die Petal Drops um 1. Die zweite erhöht die Attack Power um 100%. Das ist nicht ausgemaxt. Wenn sie ausgemaxt ist, müsste sie um 200% erhöhen. Kann man definitiv machen. Ist technisch gesehen gar nicht nötig, macht das Farmen aber um einiges einfacher. Dann, das war damals in JP, das ist bei uns nicht mehr der Fall. Da hat die 4-Sterne-Saber von Nero einen Nobel Phantasm-Upgrade gekriegt und Animation und so weiter. Dann die Preislotterie mit den Paddles, muss es sein, ja. Mit den Paddles kannst du eine Lotterie drehen, um die Attack Power Upgrade Crafting Essence zu kriegen. Und am Ende bei der sechsten Runde Crystallized Lore. 6 Runden ist jetzt für mich weniger interessant, aber passt schon. Hier sehen wir nochmal schön, was alles drin ist. Unter anderem Night Medals, Chain of Fools, Eternal Gear, Ghostlanden, Früchte wie sonst wird, Monuments and Pieces, Blaze of Wisdom und Fire of Wisdom, dann diverse Mana Prisons, Fan Points und Coupé wieder mehr. Ist jetzt auch nichts Interessantes. Dann der Austausch von den Items. Da haben wir hier den Scarabeus, Claw of Chaos, den Golem Crystal und natürlich hier auch mehrfach die Crafting Essence. Wobei die Crafting Essence kann man sich hier nur 4-mal eintauschen, das heißt, einmal muss man sie ziehen. Zudem kann man sich hier Saber, Lancer und Rider Gems eintauschen, alle 3 Variationen verschiedene Materialien. Phönixfedern, Lugin-Lampengedöns. Serpent Javel, dann die, wer beim Sommer-Event geschlampt hat, aber Charaktere davon hat, hat jetzt nochmal die Chance, den Materialindifferent zu farmen. Den Void, das wird wohl keiner mehr brauchen, genauso wenig wie das Proof of Hero.
Gehe ich mal von aus. Dann kommen wir zu den Quests. Da will ich jetzt gar nicht mal so weit vorgreifen. Das sind halt, also man kann bei jeder Quest die Crafting Essence droppen. Die normalen Quests sind auch nicht besonders schwächt. Ich gehe einfach mal von den Finals aus. Da haben wir die erste Runde. 22.000 Max HP. Lächerlich. 54. Lächerlich, aber hart lächerlich. 87.000. Auch nicht schwer. 115.000. Bei einem Berserker ist das schon gar nicht schwer. Bei 100.000 definitiv nicht. Vor allem, wenn man sich seine Kurve, seine Null von Tassen vorher chargen kann. Dann haben wir hier das. Die Vorrunde, also. Ja. Semifinale quasi von den Runden-Döns. Ja, was soll man sagen? Drei von den Knights of the Round Table. Zwei Saber, ein Archer. Bis auf die beiden Lines, die hier drin sind, würde ich dafür definitiv einen Archer empfehlen. Dann ist der ganze Spaß ja auch kein Ding. Also, es ist halt 150 für einen Archer. Man kann davon ausgehen, dass man bis dahin die Crafting Ascension hat. Wenn man die hat, ist es noch weniger wert. Also, noch weniger ein Problem. Und dann geht es knapp nur höher. Das ist halt Pillebally, sag ich mal. Es geht halt nur um 8000 höher. Natürlich, jetzt haben wir hier andere Aufstellungen. Die erste Reihe brauchst du beispielsweise am besten einen Assassin. Der macht wiederum für die anderen nicht viel Sinn, deshalb würde ich da einen Rider empfehlen, ja. Zusammen mit einem Lancer für Gilgamesh und dann ist das auch schon gegessen. Die Exhibitions Quest. Erste Runde geht gegen die Berserker. Das könnte ein bisschen nervig werden. Das sind tatsächlich die schwereren Quests. Gegen Berserker, ja, der hat 12 Lives. Der belebt sich 11-mal. Mit 50% HP wieder. Das kann nervig sein. Das kann richtig hart nervig sein. Und reduce Bass, Arts Cut Performance of all enemies. Permanent. Kann man nicht entfernen, ist permanent da. Ich weiß jetzt nicht, um wie viel Prozent, das steht hier halt nicht. Daher, ich würde mal sagen, geht mit Buster an die Sache ran. Am besten mit Quirts und sowas. Da ist immer so, der Guts sich immer instant aktiviert, wenn er auf die Fresse gekriegt hat. Kann man dreimal Guts in einer Runde wegprügeln. Das ist so, vielleicht sogar viermal, wenn man es richtig macht. Das sollte kein großes Ding sein, möchte ich meinen. Dann geht man halt mit den passenden Charakteren ran, dann passt das. Muss bloß 121.000 HP Schaden machen in einer Runde. Also mit einem Angriff. Mit Quits kriegt man das hin. Und eigentlich im besten Fall auch ohne. Na gut. Vielleicht nicht ohne. Muss mal schauen. Dann nächste Runde haben wir Lancer, da sprechen Saber für sich. Dann haben wir Chuchulainn und Skatasch als Bossgegner. Chuchulainn, der Stück ist der mit den Skills. Revenge of Shadow Realm, instant kill to one enemy, to all enemies. Fuck. Was? Ew. Das ist bitter. Dann müsste man dementsprechend erstmal Chuchulainn klatschen. Sieht jedenfalls danach aus. Used when one of them is defeated. Ich bin mir nicht sicher, ob er es auch einsetzt, wenn er selbst hops geht. Wenn nicht, dann ist es passend. Dann kann man es ihm quasi regelmäßig Fresse hauen. Increase Attack Crit Rate. Ja, das dürfte alles bloß für ihn sein. Ach ne, Endskatast. Oh, ich bin so doof zum Lesen. Dann hätte ich hierfür einen Tipp. Vernichte beide in einem Zug. Das wäre in dem Fall tatsächlich am einfachsten. Skatasch ein bisschen runterprügeln und dann mit Multitage-No-Phantasm draufkloppen. So Altria, Mordred, Altera lohnen sich hier für allesamt. Am besten mit der Event-Crafting-Essenz, damit sie nochmal doppelt so viel Damage machen. Und dann würde ich am besten auch das eine Mystic-Code empfehlen, der Buster-Card-Damage erhöht. Noch auf 50%, das macht halt einiges her. Nur Phantasm Seal. Ja gut. Once at the start of battle. Okay, sollte kein Problem sein. Und hier steht es auch nochmal, es wird empfohlen, beide gleichzeitig zu killen. Oder sich hinten noch was überzulassen. Aber das hier ist halt. Das ist halt bitter. Dann, man sieht es schon, haben wir eine ganze Horde an Assassins.
muss sagen, ich muss sagen, die Quest feiere ich, ja. Wer schon mal bewusst mal wissen wollte, wie weit er sich durchprügeln kann, hier haben wir einen schönen Hordenkampf. Das sind 37 Gegner. Und gut, Phantom Hassan Skills. Ja, das sind halt die 0815 Hassans. Quickdown, wenn die. Okay, die verringern den Stat, wenn sie gekillt werden. Verringern Defense und einen offensiven Wert. Das könnte ein kleines bisschen nervig werden, aber. Dafür gibt es ja wiederum auch noch Skills, die sich immun gegen solche Sachen machen. Für ein paar Runden. Queenmap hat beispielsweise sowas, wobei ich Queenmap hier bei der Stage nicht empfehlen würde. Dann die Hassans haben noch was. Traveler Preparation. Inflict Instant Kill when defeated. Final Cast Hand Arm Hassan. Er hier. Ja. Nach einer Runde. Na gut. Kann man theoretisch wegclearen. Ja, das kann man machen. Mit dem Rulebreaker kann man sowas definitiv raushauen. Dementsprechend nicht verkehrt. Müsste am besten mal schauen. Dann haben wir die Sabers. Ah, Würms, wie blöde. Und dazu ein Drachentöter. An sich, muss man sagen, das sieht nicht wirklich schwer aus. Dann kommt hier der Siegfried Special Skill, Dragon's War. Ne, warte mal, Evil Dragon. Warring Evil Dragons, Blood Armor. So rum. Dragon's War ist aber auch passend irgendwie. Defense plus 200% und Damage Cut 90%. Das ist halt hart übel. Any damage that don't ignore defense becomes to zero. Jetzt sicher erklärt einiges, ne? Das ist ein bisschen übel. Infinite Gold, nur Phantasm Charge plus 1 pro Runde wahrscheinlich. Full Charge, Max MP, once at start, ja, Instrument voll, nur Phantasm. Dann die Evil Dragons, also die beiden hier. Chance to instant kill an enemy. GG. Ah, Bastard Chains. Overlapping Buffs mit Damage Boost und so weiter. Aber Phantasm ist Shiki und Jack ignorieren halt Defense. Das geht, aber es ist halt auch recht wenig. Das wird sicherlich witzig. Bin nicht sicher, ob ich das alles hinkriege. Jetzt so gerade. Da muss ich gucken. Ich werde bloß einmal versuchen, wenn ich es verkacke und nicht mal ansatzweise am Ziel stehe, werde ich es nicht nochmal versuchen. Das möchte ich an der Stelle direkt mal sagen, weil das erscheint mir dann ein bisschen useless, wenn ich es sowieso nicht hinkriege. Aber das werden wir dann sehen. Dann haben wir hier die Wilder Classes. Und zwar Queen Map. Bow down before me, charm all enemies. Unremovable ist auch übel. Also bei dem Kampf kannst du nicht mit Tieren reingehen. Das wird ja witzig. Aber es gibt sowieso nicht so einen guten Assassins als männliche. Invaluable, Buster Resistance 90%, Quick Resistance 90%, Arts Resistance 90%, plus Defense up, what? Alter. Ja, geil. Halt mal Defense ab, GG. Krasse plus Punkte. Nicht entfernbar. Ist nochmal ein bisschen Hardkacke. Max Noble Phantasm Charge of alles, except self, ja. Das ist die Ballern jede Runde Noble Phantasm raus. Ach, okay. Das heißt, das hier ist für diese speziellen Gegner, ne? Boah, ich hab mich auch hart gewundert. Das kann man auf verschiedene Weise platt machen. Oh, hier haben wir noch Caster. Okay, die Caster sind natürlich ein bisschen bärstig, wenn man mit einem Assassin ankommt. Next Charge hatten wir schon. Inflict Taunt to a single enemy, when attacked by her. Achso, will be attacked by her allies. Ja, okay. Macht Sinn.
Also Town ist halt Fokus, glaube ich. Dann Heal Allies um 20.000 HP. Das scheint noch recht okay zu sein. Die Soldiers haben Attack up all allies. Alter. Also das sind Skills. The fuck? Wow. Also ich hoffe mal, das ist kein Passivskill. Weil. Also ich hoffe mal, dass, wenn mit Passivskill wäre es sogar noch besser, aber das wäre ein bisschen hart, dann würden die instant 7-mal Attack up drauf kriegen. Green Maps? Wow. Ja gut. 2-mal plus Charge, okay. Attack plus 30% werden die Alter. Okay, sie kann bis zu 210 Attack Power raufkriegen. Ja, GG. Aha. Ja. Okay, das verwirrt mich jetzt. Also entweder haben die Buffs. Das sieht man hier nämlich nicht exakt raus. Oder die erzeugen halt den Effekt, dass sie ihren Buff verliert, wenn die halt drauf gehen. Also den passenden Buff. Wenn es danach geht, der soll der Erste sein. Gut, dann haben wir die nächste mit den Archern. Und zwar haben wir hier Gilgamesh mit 1500.000, genau. 1.500.000 HP. Das könnte vielleicht ein bisschen tricky werden. Im Vergleich zum Rest nicht wirklich. Ist wahrscheinlich genauso hart sein. Red Servants of the King. Achso, das ist cool. Noble Phantasm 0. Ha, geil. Ja, erstmal instant die Noble Phantasm runtersetzen. Das heißt, man braucht es gar nicht für so ein Force Chargen. Also man kann alles hier rausballern, was man hatte. Noble Phantasm Damage down. 10 Runden an die Mobile. Ja gut. Sehr viel länger lebst du sowieso nicht. Attack up. Every turn für 20 Runden. Ja geil. Max noch Phantasm Charge. Ja, nee, ist klar. Wenn es Attack Buff ist, remove. Bad. 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 Achso, removable. Ja, ich bin auch dämlich. Okay. Das ist natürlich ein bisschen doof. Dann sollte man den vielleicht nicht mehr removen. Yes! Achso. Ah. Okay, ja gut. Jeder seinen Angriff hittet 5-mal. Ja, increase equivalence to one attack. Ja, das dachte ich mir schon. Super neue Removing's Buff. Ja, auch nicht liegen, das hatte ich auch schon gemerkt. Ja, das ist nicht doof. Lancer mit Evasions verwenden. Skatash hat das für eine Runde, Chuchulain hat das für 3 Hits. Oder 3 Attacks. Auch nicht verkehrt. Gerade bei Chuchulain, aber der ist halt leider nicht so ein hohes Level. Da muss man schauen. Die sind alle sehr tricky, die Dinger. Viel geiler finde ich allerdings den hier. So. Finale All Out, Oktober, das war in Japan. Oh, so. Da haben wir einmal Jackie, Medea, Altre Pendro Volanza, Akamatsushiro, Ramses und Nero. Oh, und die haben alle Skills, die werde ich jetzt nicht durchlesen. Guckt einfach mal in die Stats ein. 150, 200, 230, 160, 170, 440. So, Witz an der Sache, das war offensichtlich zu schwer. Das wurde tatsächlich nachher nochmal abgespielt. Das muss man sich mal geben. Eine Quest. Hier. Die wurde genervt. Im Nachhinein. Vielleicht sogar noch am selben Tag. Man ist sich nicht sicher. Das feiere ich aber des Todes. Ich weiß jetzt nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir die abgeschwächte Variante kriegen. Wäre ein bisschen hart nämlich. Aber die meisten Sachen, ich meine, die haben wahrscheinlich bloß was an der Härte verändert, ne? Ja. Die haben hier die Fixstats verändert, vielleicht auch noch die Rundenzahl. Removal und Unremoval haben sie, glaube ich, nicht verändert. Aber... Keep a male with their life, loyal to inflict high damage at cost.
Also Costa Chicken. Ja, geil. Ich überlege gerade, kann Medea mit dem Woolbreaker auf Debuffs entfernen? Sollte sie eigentlich, wa? Ne, Buffs. Okay. Die Command-Spells kann man tatsächlich noch benutzen. Allerdings, man kann sich halt wie gesagt nicht wiederbeleben. Ich mache den ganzen Spaß hier sehr hart. Werde ich schauen, wie ich das mache. Dann haben wir hier das Nero Festival Banner. Nero Boy, die normale Nero, Boyka, Caesar und Romulus, glaube ich, war das. Inklusive der drei Crafting-Essenzen. Braucht man nicht viel zu sagen, die Charaktere waren alle schon mal da. Dann haben wir hier nochmal die Info für die Crafting-Essenzen. Nur von Tassen Damage ab, Crit Damage ab, 3 Crit Stars pro Runde. Das ist eigentlich fast eine Crafting-Essenz, die man beim Event stellenweise hinterhergeschmissen kriegt. Ist ein bisschen bitter. Die 4 Sterne, Defense ab, nur von Tassen Damage ab. Ja, gut. Geht beides einzeln natürlich noch besser. Kennt man ja. Ist jetzt auch nicht die Welt, sag ich mal. Und das hier ist irrelevant. Wir haben nochmal Nero und das war's. Mit dem ganzen Spaß. Mal kurz durchgewascht ein bisschen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht genau, wie weit ich das Event schaffen werde. Die Main Quest werde ich durchmachen. Defensiv. Ja, gut. Aber die anderen Quests, die hier extrem hart Difficulty. Ja, dann weiß ich nicht, ob das was wird. Ja, muss ich schauen. Ich werde es definitiv versuchen. Eigentlich ist auch bloß einmal, weil mehr als einmal macht irgendwie keinen Sinn bei mir. Ja, so kann es gehen. Gut, dann sind wir hiermit fertig. Ich muss jetzt noch ein anderes Video aufnehmen. Das kommt dann direkt. Das kommt wahrscheinlich morgen. Das ist dann fürs übernächste Event tatsächlich. Befasst sich dann mit dem Halloween-Event 2018. Obacht bitte darauf, dass es keine exakte Info, kein exaktes Info-Video, was da rauskommt, das kommt nochmal extra. Das ist ein Video für euch, wie was ihr im Vorhinein schon hochleveln könnt und ihr es später nicht mehr beispielsweise waschen müsst oder damit ihr überhaupt mindestens einen Charakter habt, der da überhaupt wirksam ist. Weil das ist ein bisschen tricky manchmal, kennt man vielleicht. Ich denke mal, es gab schon öfters mal jemanden oder einen von euch oder so, der für irgendeine Quest wo oder für irgendeine Mission oder sonstiges, wo ein Server besonders gut gewesen wäre, diesen noch nicht hochgelevelt hätte und auch keine anderen hatte, die extrem effektiv waren. Finde ich daher sehr passend, dementsprechend, sag ich mal, hauen sie rein und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao und bis dann.